Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, Sie sind herzlich eingeladen, sich unserem Antrag heute anzuschließen. Aber leider haben Sie sich, Frau Birkhahn, ja im Vorfeld schon gewunden und einer gemeinsamen Initiative verweigert, mit der Begründung, O-Ton Herr Berger aus dem Ausschuss, ich zitiere, eine ganz eigene Philosophie von Mittelstandsförderung, Zitat Ende, zu haben. Aber genau damit sind Sie in der Anhörung ja komplett auch durchgerasselt und die Sachverständigen haben kein gutes Haar an Ihrem Antrag gelassen. Das muss man doch zur Wahrheit einmal dazu sagen. Wir haben mit unserem rot-grünen Antrag und der entsprechenden Verankerung im Landeshaushalt ein stringentes Förderkonzept für die Zusammenarbeit von kleinen und mittleren Unternehmen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf den Weg gebracht. Mit dem aktuellen Wissenschaftshaushalt stocken wir die Mittel zur Förderung von Innovationen um 4 Millionen Euro auf. Damit stehen für den Innovationstransfer knapp 5,9 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Und wir halten diese Investitionen auch für notwendig. Der rasante Strukturwandel, den Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten insbesondere durch einen sich wandelnden Energiemarkt erlebt hat, zeigt doch, dass wir ein Land sind, das seine Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung nicht auf Rohstoffvorkommen stützen kann und wir daher vermehrt auf Innovationen und Wissen angewiesen sind. Und das Rückgrat der nordrhein-westfälischen Wirtschaft ist in der Tat der Mittelstand. 99,5% aller Unternehmen sind sogenannte KMU. Wachstum und Innovation entstehen genau hier. Um Kontakte mit anderen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufbauen zu können, ist es besonders wichtig, kleinen und mittleren Unternehmen bei der Orientierung zu helfen. Und deshalb waren wir uns ja auch alle einig darüber, dass wir von Bund und Land aufgelegte Förderprogramme wie ZIM, Mittelstand innovativ oder die Innovationsgutscheine als Türöffner für KMU zu den Forschungslaboren der Hochschulen besser ausgeschöpft werden müssen als bisher. Es braucht bessere Beratungsstrukturen und eine Überprüfung, ob die genannten Maßnahmen und Programme zielgerichtet funktionieren. Vor diesem Hintergrund wollen wir unser Engagement im Hinblick auf forschungs- und entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen verstärken und Lücken im Förderangebot von Bund und EU durch gezielte Maßnahmen schließen. Ein erfolgversprechender Ansatz könnte dabei die Wiedereinführung und Ausweitung des Förderprogramms Transferorientierte Forschung, TRAFO sein, ist ja eben schon von Herrn Bell erwähnt worden, mit denen von 2001 bis 2006 die anwendungsnahe Forschung an nordrhein-westfälischen Fachhochschulen in Kooperation mit KMU erfolgreich befördert wurde. Wir schlagen darüber hinaus die Einrichtung einer Mittelstandsinitiative Forschungsförderung vor, die ein ganzes Bündel von Unterstützungsmaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen beinhaltet. Diese sollte getragen werden von Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, von Hochschulen und von Multiplikatoren aus Wissenschaft und Unternehmen. Mit unserem Änderungsantrag berücksichtigen wir die aktuelle Entwicklung, insbesondere die Tatsache, dass sich die Innovationsallianz der Hochschulen mittlerweile aufgelöst hat und dass die Landesregierung im Bereich Ausgründungen aus Hochschulen bereits aktiv geworden ist. So wurde inzwischen das Programm Hochschul-Start-up NRW aufgelegt, welches gut angenommen wird und bereits positive Effekte zeigt. Insbesondere der Austausch von Wissen und Technologie zwischen Hochschule und Wirtschaft wird hierdurch forciert, er wird schneller und effizienter. Und ich muss das jetzt auch schon vorweg sagen, es ist ein Stück weit paradox, Frau Freimuth, dass Sie auf der einen Seite beklagen, jetzt im Laufe der vergangenen Diskussion, dass die Innovationsmittel, die wir mit dem Haushalt aufstocken, nicht ausreichen, aber auf der anderen Seite fordern, die Mittel für das Forschungsförderprogramm Fortschritt NRW zu halbieren. Langfristig wollen Sie das Programm, das war ja Ihr Antrag für die dritte Lesung, sogar ganz streichen. Das heißt aber im Klartext, die FDP will die Forschungsförderung des Landes, die klassische Landesforschungsförderung, abschaffen. Sie wollen verhindern, Frau Freimuth, dass wir eben genau technologieoffene Forschung fördern, damit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen gezielt an der Lösung gesellschaftlicher Probleme und Herausforderungen arbeiten können. Und vor diesem Hintergrund ist Ihr jetzt heute noch kurzfristig eingereichter Änderungsantrag
nicht wirklich ernst zu nehmen. Bei allen Versuchen im Vorfeld, und ich habe extra noch mal nachgeguckt, wir hatten verschiedene Versuche unternommen, es ist einfach nicht gelungen, mit Ihnen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Von daher sind Sie nach wie vor herzlich eingeladen, unseren Antrag zuzustimmen, indem Sie uns dann alles aus diesem Antrag herausgestrichen haben und vermehrt den Begriff der Technologieoffenheit benutzt haben, um auch klarzustellen, dass Sie sich diesem Antrag gar nicht stellen wollen und dass Sie den gar nicht mit unterstützen wollen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Für die FDP.